Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Initiatorinnen und Initiatoren des Volksbegehrens, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer. Drei Sätze zu Beginn. Mehr als 562.000 Unterschriften, fast 9% aller Wahlberechtigten, das erfolgreichste Volksbegehren seit 2004. Das ist bei weitem keine Kleinigkeit, sondern ein beachtlicher Erfolg, den dieses Volksbegehren gegen TTIP und CETA eingefahren hat, und dazu gratuliere ich sehr herzlich. Mit der heutigen Debatte wird das Volksbegehren dem Verfassungsausschuss zugewiesen werden. Und wir werden uns in Schwerpunktsitzungen intensivst damit auseinandersetzen. Denn diese Unterschriften, unsere Unterschriften, bilden die Grundlage für unsere künftige erneute Debatte hier im Haus mit allen unterstützenswerten Kritiken und Forderungen. Denn ich und so wie andere, viele andere Kolleginnen und Kollegen teilen diese Kritiken und teilen ihre Position. Warum tun wir das? Etliche Punkte sind von Kolleginnen im Vorfeld schon angeführt worden. Stichwort Investitionsschutz, Arbeitnehmerinnenschutz, Daseinsvorsorge, Umweltstandards und vieles mehr. Lassen Sie mich aber einen Punkt herauspicken, den ich einfach jetzt an dieser Stelle besonders beleuchten möchte. Was ist eigentlich im Vorfeld dieser Abkommen passiert und was passiert auch weiterhin? Die Europäische Kommission verhandelte sehr intransparent. Es gab keine echte demokratische Beteiligung. Parlamente, NGOs, Bürgerinneninitiativen wurden eben nicht rechtzeitig eingebunden. Es wurde geheim und mittels unlesbaren, also für Nichtjuristinnen, Dokumenten operiert. Und man wurde mit fertigen, undemokratischen und unter kleinsten Kreisen abgestimmten Ergebnissen konfrontiert. Das ist ein Worst-Practice-Modell für Mitgestaltung und breite Mitbestimmung in einer modernen Demokratie. Zu Recht sind wir Politikerinnen, zu Recht sind NGOs, zu Recht sind Aktionsplattformen und Co. auf die Barrikaden gegangen. Und auch nach Urgenz, erst hier im Haus, wurde sukzessive auf parlamentarischer Ebene informiert. Stichwort Debriefings und Co., was TTIP anbelangt. Diese Vorgehensweisen haben wir uns nicht gefallen lassen und werden wir uns auch künftig nicht gefallen lassen. Aber nicht nur wir nicht, sondern eben auch etliche Bürgerinnen, die es einfach satt hatten und haben, dass aus einem überschießenden Deregulierungsmotiv heraus über Kriterien, Auflagen, ja in Wirklichkeit über die SDGs, Sustainable Development Goals, Ziele, die wir uns gesetzt haben, nämlich mit universeller Gültigkeit, drüber gefahren werden soll. Das betrifft CETA, das betrifft TTIP, das betrifft TISA, das betrifft etliche weitere Abkommen, die in Verhandlung sind, in der Pipeline sind, mit Asien, Lateinamerika, Neuseeland und viel mehr. Das ist eine Handelspolitik, die uns einfach nicht taugt, die wir nicht gutieren und die wir auch nicht akzeptieren wollen. Freihandel, der auf Deregulierung aufbaut und unter den Motti fungiert, schneller, günstiger, wettbewerbsfähiger und, und. Also Beschleunigung vor Qualität, nämlich Qualität für die Arbeitnehmerinnen, sowohl was die Standards anbelangt, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen, als auch die Entlohnung. Qualität, was die Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn anbelangt. Qualität in Bezug auf Gerechtigkeit und gerechter Verteilungspolitik. Ich denke mir und meiner Meinung nach muss Handelspolitik anders aussehen. Der Handel und der Markt müssen fair und gerecht sein. Kurz gefasst, Märkte müssen zivilisiert sein und es gibt ein konkretes Konzept dazu. Das heißt, nach Kriterien fungieren, die eben den Menschen im Mittelpunkt haben, die Umwelt im Mittelpunkt haben, Standards nicht über Bord werfen. Und die Idee wäre hier, eine Agentur auf europäischer Ebene zu installieren, legitimiert durch das Europäische Parlament, mit der definierten Kriterien, dass jedes Produkt anhand der Auflagen abklopft, eben anhand der SDGs, anhand des Pariser Abkommens und vieles mehr. Das ist nicht was, was ich hier erfunden habe. Dieses Konzept gibt es von drei österreichischen Ökonomen, Jakob Capella, Bernhard Schütz und Dennis Thames Berger. Die haben das kreiert und haben dafür auch einen Preis eingefahren. Ich unterstütze diese Idee der zivilisierten Märkte. Das wäre auch ein neuer Ansatz, der vertrauenswürdig wäre, weil er transparent ist, demokratisch legitimiert ist und fair ist. Denn die Ungerechtigkeit und Intransparenz und eben die Deregulierung waren Hauptmotive, dieses Volksbegehren zu initiieren und auch zu unterstützen. Genau deshalb haben wir uns so ungemein aktiv in diese ganze Geschichte eingebracht, mobil gemacht, eben gegen diese Form des Freihandels, gegen intransparente, Standards über Bord werfende Freihandelsabkommen. Wir werden die Stimmen, die 562.000, bisschen mehr,
sehr, sehr ernst nehmen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir damit die Chance ergreifen, eine neue, eine zivilisierte Handelspolitik auf europäischer Ebene zu etablieren. Vielen Dank.